ausgedehnten Tiefdruckgebiet, dessen Zentrum sich im westlichen Mittelmeer befindet. Das Wetter bleibt weiterhin veränderlich. Die Wetterprognosen gültig bis heute Abend. Ab Nordseite Wallis, Nord- und Mittelbünden. Bei veränderlicher Bewölkung zeigt am Nachmittag auch stärker bewölkt und einige Schauer oder Gewitter. Nebel am Mittelrhein. Tageshöchsttemperaturen in den Niederungen 14 bis 18 Grad, im Osten örtlich bis 20 Grad. Noch der Wasserstand für die Rheinschifffahrt, der Rhein bei Rheinfelden 242 cm minus 7, Maxau 483 cm minus 11 und Kaub 246 cm minus 5. Franziska! Wir haben uns an Bord! Was ist los? Kapitän nicht an Bord? Nein. Sind Sie Frau Wilde? Ja, das will ich auch. Sie können doch nicht länger liegen bleiben. Ich brauche doch den Ladeplatz. Wenn Sie nicht Ladung nehmen, können Sie doch nicht länger bleiben. Wollen Sie das bitte langsam und deutlich sagen? Ich bin eine Holländerin. Ja, ich sage Sie müssen weg hier. Und sofort. Ich brauche hier den Platz. Ja, wann kommt denn der Kapitän zurück? Das weiß ich nicht. Eine Stunde oder mehr, weiß ich nicht. Nein, das ist zu spät. Alles will löschen. Da drüben liegt die Herzmann aus Köln mit Braunkohle und dahinter noch ein Belgier. Ja, wo muss ich denn hin? Haben Sie den Ort heute noch oder morgen? Ja, das weiß ich nicht. Der Kapitän und mein Mann sind noch bei der Agentur. Können Sie das Schiff selber losmachen? Ja, natürlich. Ich habe auch noch einen Schiffersjungen. Ja, dann ziehen Sie jetzt vor zum Dreiländereck und machen dort fest. Ja, das mache ich. Ich brauche hier den Platz. Ich lege gleich ab. Nico! Nico? 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 Ja, was ist denn los? Was hast du denn? Hast du geschlafen? Wir müssen losmachen. Wohin? Warum? Aber frag nicht so viel. Wir müssen vorziehen zum Rheinländereck. Fang schon an, vorne loszumachen. Okay. Ich bin bisher nicht ganz dicht mit 1000 Tonnen Sprit nach Rotterdam, nur um die Ladung Stahlbleche noch zu kriegen. Das schaffst du auch nie in 4 Tagen. Hör endlich auf, mir da rein zu quatschen. Ich habe die beiden Reisen abgeschlossen und dabei bleib's. Auch wenn ich Tag und Nacht durchfahren muss. Du sind doch alle Tag und Nacht durchfahren bei dem scheiß Wetter auf der Gebirgsstrecke ohne Radar. Ist doch überhaupt nicht zu schaffen. Ich hab schon ganz andere Sachen geschafft, mein Junge. Meinst du, ich werde mir den Job entgehen lassen? Das kann ich mir nicht leisten. Ja, du kannst alles besser und du weißt alles besser. Wo ist denn das Schiff? Affe hat abgelegt. Na, vielleicht hat sie schon gehört, was du vorhast. Nico, am Backbord. Jetzt haben wir denn den Diesel? Jetzt habe ich schon dreimal den Liegeplatz gewechselt. Ich kann euch nicht helfen, ich brauche den Platz. Morgen könnt ihr drüben am Westgeh liegen. Ach, ihr habt wohl einen Vogel. Ich bin doch nicht hier, um spazieren zu fahren. Ach, komm, Vater, das hat doch keinen Zweck. Wir machen hier los, fahren nach Straßburg, sehen zu, dass wir noch eine Ladung Kali für Antwerpen kriegen. Aber ich denke nicht daran, bei dem Wind fahre ich doch nicht leer durch die Schleusen. Wir laden morgen den Split und damit basta. Ach, mach doch, was du willst. Wenn du unbedingt dein Schiff in den Arsch fahren willst, aber ohne mich. Ich habe Frau und Kind an Bord. Wiedersehen. Paul! Wie, kommst du allein? Hör mal, wir mussten vom Ladekai weg, ne? Nein, schon! Wo ist denn Paul? Weiß ich nicht. Kannst du dir ja suchen. Was ist los? Wir haben wohl wieder stumm. Guten
Könntest du mir bitte sagen, was eigentlich los ist? Ich habe eine Reise nach Rotterdam, 1000 Tonnen Split. Morgen früh wird geladen. Freitag müssen wir da sein und nehmen dann Bleche für Duisburg. Welchen Freitag? Jetzt, diesen Freitag. Wir fahren Tag und Nacht. Aber dein Mann hat mir gesagt, er fährt nicht mit. Er verweigert die Arbeit. Wenn früher ein Ruderganger an Bord gemeutert hat, dann wurde er gefeuert. Habt ihr beiden ihr Verstand verloren? Erstens ist Paul kein Ruderganger. Er ist ein Sohn. Er hat seine Kapitänspatente genauso wie du. Und zweitens, das ist ein Schwachsinn. Ich habe die Wetterberichte gehört. Nebel im Gebirge. Wenn du da mit 1000 Tonnen Split durch willst, dann finde ich, du gehörst für Schifffahrtsgericht. Geh mal los, Nico, und such Paul. Sie sitzt bestimmt in einer von den Kneipen da drüben. Pass mal auf, er muss einen Stinkwund haben. Pass auf ihn auf und bring ihn zurück, he? Ja, bloß du, hier in der Gegend kenne ich mich auch nicht so genau aus. Ach, die hängt doch irgendwo da drum. Hast du Geld mit? Ja. Schrie dann noch. Ich zieh nur die andere Jacke an. Astrid, noch ein Glas. Sag mal, ich hab dich überall gesucht. Hat dich der Alte geschickt? Nee. Afio. Ja. Und jetzt sollst du mich wieder an Bord holen, ne? Hör mal, ich soll erstmal gar nichts, ne? Und außerdem denke ich, dass du auch von alleine kommst. Das habt ihr euch so gedacht. Mal, ich scheiß euch was. Ich trinke jetzt erstmal die Flasche aus. Dann gehe ich am Bahnhof. Dann hole ich mir eine Karte nach Rotterdam. Wenn du die Flasche leerst, ne, dann machst du nämlich gar nichts mehr. Dann fällst du nur noch um. Aber das ist 50% hier Pflaumenschnaps. Das ist kein Zitronenschwul, das habe ich auch schon gemerkt. Na los, komm. Bring da einen. Warum lass du den Scheiß nicht? Jetzt lass doch die Flasche los, Mensch. Meinst du, ich bin so ein Arschloch, der immer alles einsteckt? Aber Herr Kramer, das ist doch nur eine Frage von 2 bis 3 Tagen, bis die Überweisung auf meinem Konto ist. Frau Wild, ich kann Ihnen versichern, wir tun natürlich gerne jeden Gefallen, aber das geht gegen die Bankvorschrift. Und wie wäre es mit einem Kredit auf meine festverzinslichen Pfandbriefe? Tja, ich fürchte, da haben Sie auch schon überzogen. Aber Herr Fischer sieht ja mal nach. Ja, es ist zum Verrücktwerden. Das sind alles Kosten, die in der Kalkulation überhaupt nicht aufgetaucht sind. Da sind 3.500 Mark für eine Heizungsverkleidung, da sind 6.000 Mark, weil der Keller noch mal isoliert werden musste. Ich kann doch nicht mit dem Architekten prozessieren. Ich habe mir noch einmal Ihre Konten angesehen, Frau Wilde. Ja? Aber das ist leider alles überlastet. Nur knallrote Zahlen. Na, es soll uns natürlich nicht daran hindern, Ihnen noch einmal einen Kredit zu geben, Frau Wilde. Wir brauchten allerdings noch einige Sicherheiten. Aber vielleicht rechnen Sie mal mit. Das wären 30.000. Dann sind es das 8%, also 2.400. Nun ja, alleine die Zinsbelastung wäre ja für Sie nicht tragbar. Ja, das wären im Jahr bei 30.000 Mark nochmal 2.400 Mark Zinsen extra. Ja, also das allerdings ist überhaupt nicht machbar. Tja, so ein Hausbau ist immer ein Abenteuer. Hm. Und ich fürchte, das alles war für Ihre Kapitaldecke eine Nummer zu groß. Ja, hinterher ist man immer klüger. Schau, Frau Wilde, könnte Ihr Mann denn nicht bei seiner Reederei noch einmal... Mit meinem Mann ist doch überhaupt nicht zu rechnen. Der ist jetzt für Monate mit der Britannia unterwegs. Deshalb hat er mir ja auch die ganzen Finanzprobleme überlassen.
Und die Reederei, also das geht nicht. Die hat uns ja schon das Geld für den Grundstückskauf gegeben. Sagen Sie mal, Frau Wilde, Ihr Schwiegervater, hat er nicht auf dem Rhein ein großes Motorschiff fahren? Ja, das hat er. Warum? Na, vielleicht könnte man eine Hypothek auf das Schiff aufnehmen. Herr Kramer, ich komme selber aus einer alten Maklerfamilie. Das Schiff von meinem Schwiegervater ist ein uraltes Baujahr. Nein, das wäre auch alles zu langwierig und zu schwierig. Herr Kramer, ich danke Ihnen. Aber ich muss mich leider selber aus der Klemme ziehen. Und dann schicken Sie uns das zurück, ja? Dankeschön. Wiedersehen. Wiedersehen. Bitteschön. Hallo, Petra. Ach, Tante Martha. Petra, ich gratuliere. Ich habe von Bruno gehört, ihr wollt mir doch bald heiraten. Ja, auf einmal hat das so eilig. Ach, das finde ich schön. Ich freue mich mit euch. Leicht habt es euch ja beide wirklich nicht gemacht. Das kann man wohl sagen. Mhm. Hat Bruno Sie angerufen? Ja, ich sollte wohl die Erste sein, die es hört. Ach, auf der Franziska wissen die das noch gar nicht. Na, die hängen doch noch da oben in Basel. Petra, und nun ist etwas, aber das bleibt ganz unter uns, bitte. Ja? Ja, ich muss Geld wegschicken. Ach, vom Hauskonto Wilde? Nein, von meinem eigenen Konto. Eine Überweisung? 8000, ja. Eine Überweisung. Hier. Commerzbank Köln. Kontonummer 2436788000. Gut, Wilde. Aber Petra, gell, das geht die andere Familie nichts an. Wissen Sie, die gute Ruth und mein Neffe Ernst, sie sind durch den Hausbau in ziemliche Schwierigkeiten gekommen. Ja, mache ich gleich. Wissen Sie, es ist ja immer so, wenn man baut, nicht? Dann hat man sich das alles anders gedacht und dann ist alles plötzlich viel teurer geworden. Nicht? Und ich brauche ja das Geld jetzt nicht, nicht. Ist doch schön, wenn man da ein paar Löcher stopfen kann. Das ist doch einfach unfair, mir so enge Termine zu setzen und dann noch mit einem Zahlungsbefehl zu drohen. Das ist doch wohl das Letzte. Na, jetzt hören Sie mir mal zu. Ich habe damals auf Sie auch 3 Wochen warten müssen. Und das Fenster, das Sie repariert haben, das schließt heute noch nicht. Nein, ich denke gar nicht dran. Sie bekommen Ihr Geld nächste Woche und keinen Tag früher. Jawohl. Bitte sehr, wiederhören. Ja, ist dort die Mansfeld AG? Guten Tag, hier ist Frau Wilde. Ich habe gerade Ihre Großanzeige im Immobilienteil der Morgenzeitung vom... Ja, danke, verbinden Sie mich bitte. Ja, guten Tag, hier ist Frau Ruth Wilde aus Köln-Riel. Ich habe gerade Ihr Inserat hier vor mir und ich glaube, ich könnte Ihnen ein Angebot machen. Nein, ich bin kein Makler und kein Agent. Völlig privat. Ja, 6,5 Zimmer. Ja, Garten auch, 900 Quadratmeter. Ja, wenn Sie wollen, sofort. Au! Sag, wie gehst du mit deinem Onkel an? Ich muss dich doch irgendwie klagen. Jedenfalls bin ich immer noch dein Onkel. Logo, bist du mein Onkel. Ich wäre froh, wenn ich dich schon am Dreck hätte. Ist aber gut, du. Du bist ja nass. So. Hm. Wie viel Uhr haben wir denn eigentlich? 8:30. Morgen? Na, abends natürlich. Na ja, gut, das ist ja nein. Nee, 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 komm, wir trinken mal jetzt nichts, du. Oh, weißt du nicht? Oh, nee, das kann ich nicht sehen. Nee. Das ist also die Schweiz. Da sind sie! Oh, hallo, auf hier, morgen. Liebling, ich habe dir einen schwer besoffenen Schiffsjungen wieder mitgebracht. Den habe ich in einer üblen Hafenkneipe aufgelesen. Kannst du mal sehen, du. Guck mal, jetzt hier raus. Du lass mich doch mal los, Mensch. Ja, du kannst doch du alleine. Aha, Liebling. Was hast du denn getrunken? Flügelwasser? Seit wann hast du was gegen Flügelwasser?
In Flaschen nichts. In mein Mann ja. Ah, wo ist denn der Alte? In der Küche. Dann sei mal so ins Bett gehen. Ich will ihn heute nicht mehr sehen. Sie wissen knapp in der Zeit, Herzog. Haben wir noch Zusteiger in Koblenz? Ja, 4, habe ich gehört. Na ja, ist ja noch ein bisschen früh in der Saison. Bald geht das Gedränge wieder los. Wir müssen schauen, dass wir auf der Rückfahrt nach Köln ein bisschen Zeit gewinnen. Ich möchte mal schnell nach meiner Frau sehen. Hallo Maschinenraum. Steht's? Ja, Maschinen wieder in Ordnung, wir können volle Kraft fahren. Danke. Also in unserem Beruf sollte heiraten verboten werden. Hallo, Captain, aber Sie haben doch so hübsche, patente Frau und so einen prächtigen Sohn. Ja, aber wann sehe ich Sie denn? Das Privatleben kommt in unserem Beruf doch immer erst an zweiter Stelle. Soll alles weg? Ja, alles raus. Warten Sie bis auf den grauen Mantel und das Komplett hier. So. Und die Anzüge Ihres Mannes auch? Ja, alles. Warten Sie bis auf die extra Uniform und den blauen Anzug. Und alles andere... Bringen Sie nach draußen in den Einbauschrank im Flur und dann wischen Sie bitte die Fächer gut aus, wenn Sie fertig sind. Ja? Wenn Sie mich brauchen, rufen Sie mich. Ich gehe mal nach nebenan. Ja, kann ich bitte eine Funkverbindung mit der MS Britannia haben? Ja, die Funknummer ist DA5188. Ja, die muss ungefähr in der Höhe von Koblenz sein. Danke, ich warte. Tag, Herr Herzog, hier ist Ruth Wilde. Kann ich meinen Mann haben? Danke. Hallo Ernst, hier bin ich. Erstaunst du, was? Wie geht's dir denn? Nur mir geht's gut. Sag mal, wann seid ihr eigentlich in Köln? Oh, das ist sehr gut. Da stehe ich nämlich mit 3 Koffern an Brücke 3 und komme an Bord. Du wirst doch irgendwo auf deinem Riesendampfer ein Plätzchen für mich ausfindig machen, ne? Was macht unser Haus? Ja, da mach dir mal keine Sorgen, wir haben kein Haus mehr. Das habe ich gerade für 12 Monate vermietet. Tschüss! Was? Ruth, hör mal. Ruth, bist du noch dran? Ruth, sprichst du noch? Weg ist sie. Also sowas? Was Unangenehmes? Wissen Sie, was Sie... Das ist doch nicht zu fassen. Also, das ist doch kaum zu glauben. Na, was ist denn? Nur reden Sie schon, Kapitän. Herzog, ich habe Ihnen doch vorhin gesagt, wenn man glaubt, dass man nach 18 Jahren Ehe seine Frau so ein bisschen kennengelernt hat, dann knallt die einem eine Überraschung vom Bug, dass einem glatt die Ankerkette reißt. Wissen Sie, was sie gemacht hat? Die hat unser Haus vermietet. Ja, mit allem, was drin ist. Und in Köln kommt sie jetzt zu uns an Bord. Dann haben Sie sie da endlich bei sich, Kapitän. Na ja, natürlich, ich freue mich ja auch, aber... Aber, mein Gott, das geht doch nicht. Hier ist alles flach wie ein Pfannkuchen. Und dann liegen wir hier im Elsasskanal ja viel höher als am Alten Rhein. Den Kanal, den verdanken wir eigentlich den Franzosen. Den haben wir nach dem Ersten Weltkrieg angefangen zu bauen. Aber so richtig in Schiffbar ist er erst vor seit etwa 20 Jahren. Ist man früher nach Basel gefahren? Ganz früher überhaupt nicht. Jedenfalls nicht bergauf. Du musst dir vorstellen, vor der Stromregulierung, da war der ganze Oberrhein. Das hier, das war alles Morast, lauter Schilfabufer. Damals wurde noch getreidelt. Da wurden Pferde angespannt oder 50 Bauernjungen, die zogen die Seile. So wie früher auf der Wolga, weißt du? Das kennst du doch, ne? Ja, ja, hast du das selber noch miterlebt? Ich? Hey, mein Junge. Vor 70 Jahren gab es ja schon lange die Dampfschiffer. Aber mein Vater hat mir noch davon erzählt. Hast du Nachrichten gehört? Immer noch schlechtes Wetter im Gebirge. Wenn wir nicht durchkommen, dann verlieren wir einen Tag. Dann dauert es noch 3 Tage, bis wir das Spiel los sind. Der
Alte will schon am Freitag Eisenladen in Rotterdam. Ich sag dir, der riskiert Kopf und Kragen. So ein Blitz. Ja, das war so die Entwicklung. Erst die Schweizer Lauertannen, halb Floß, halb Brot. Dann die Raddampfer, ganz flach gebaut wegen der vielen Sandbänke. Und dann kamen die Schleppzüge. Also Franziska ist ja zuerst auch als Schleppkahn gebaut. Und dann kam der Umbau zu den selbstfahrenden Motorschiffen. So, die lassen wir hier und dann ist Feierabend. Geh mal mit runter, wir haben zwei neue dabei. Pass auf, dass die richtig abkoppeln. Okay. Schick mir mal den Kauraum. Ja. Ja, Kapitän? Karl, meine Herren, bringt Sie nachher mit an Land, wir müssen nicht allein den ganzen Steiger aufschleppen. Aber sei vorsichtig, das gute alte Geneva dann. Was pfeifst du denn so, der ist ordnungsgemäß verzollt? Hier, nimm einen Wagenschlüssel. Und gleich in den Kofferraum, hm? Gleich, okay. Kommt, beeilt euch. Ist gleich Feierabend. Ja, so ist es gut. Was ist, Bruno? Immer noch einen Humpen schwingen? Ist heute nicht drin. Muss gleich los. Mensch, wie du dich verändert hast. Ganz schön zahm geworden. Noch nicht mal verheiratet. Oder nichts hin? Muss die Kraftstoffpumpe sein, die fördert nicht. Himmel, Arsch und gerade jetzt? Blicky. Na, hör mal, der alte Klukowski liegt im Sterben und wartet auf die Sakramente und deine scheiß Pumpe geht nicht. Kann ich dir denn helfen? Ja. Da liegt ein großer Schlüssel. Hol den mal. Muss er gegenhalten. Ja, und was nun? Ich muss den Deckel losschrauben. Wozu? Ich muss danach gucken, was mit der Pumpe los ist. Wie, meinst du, wenn du da reinguckst, dann lief der wieder? Kannst du mal beten, Blecki. So, nun hilf mal wacker. Los! Du. Wenn ich ja nicht 20 Jahre mit dir befreundet wäre. Da würde ich sagen, eine gottbegnadete Hilfe bist du gerade nicht. Hör mal. Was will der denn von uns hier? Du, das ist ja der Bruno. Ja? Siehst du, unser Herrgott verlässt uns nicht. Der kann mich jetzt nach dem alten Krukowski hinfahren. Sein Auto. Hallo? Sag, Blecki. Grüß dich, Oskar. Wie geht's euch? Oh, wir haben einen Pumpenschaden. Was, alle beide? Nee, der Motor. Was in deinem Arm? Ja, echter alter Geneva. Habe ich aus Holland mitgebracht. Ja, du bist ein Goldjunge. Komm rauf, wollen wir gleich mal ein Stückchen probieren, was? Bitte. Du, Blecki, der alte Krukowski wartet. Ach, so was schmeckt bei jedem Wetter. Probier auch mal. Tja, Blecki, ich habe nämlich ein Anliegen an dich. Was hast du, mein Junge? Ich möchte heiraten. Das ist doch ein Witz. Du? Ja. Auf deinem Kirchenschiff und du sollst deinen Segen dazu geben. Das würde mir eine große Freude machen. Aber wie heißt denn das Fräulein Braut, was dazu gehört?
richtig. Petra. Petra Lengrich aus Lautesdorf, kennst du doch. Ja. Wann soll der Heilige Bund geschlossen werden? Ja. Komm, hör mal auf. Ist klar. Ja, wir dachten so in 3-4 Wochen vielleicht. Ah, da musst du mich aber erst noch zum Eisenbahnhafen fahren. Weißt du, da liegt die Grünwald. Der alte Klukowski liegt da im Sterben. Da musst du mich mit deinem Auto mal hinfahren. Eisenbahnhafen, wie komme ich denn da hin? Ja, das musst du selber wissen, mein Junge. Ganz einfach über die Ruhrorter Brücke. Okay. Komm, ich bin nur für den geistlichen Beistand zuständig. I left in love, I thought it was funny. But you came along and you wooed me, honey. I changed my mind, this love is fine. Good and at the ridge and greeting balls of fire. Get me, baby. Du mach mal sofort das Radio aus, ja? Hast denn ja kein Pietät? Komm, mach das Ding aus, der alte Kukowski liegt im Sterben. Ist ja gut, mach ja schon. Ja, da kommt ja auch unser Pastor. Ja, so gut ist er aber auch nicht mehr auf der Föße, der Al Blecki, wa? Dach, Blecki! Ich hab gedacht, du kommst mit dem Boot. Ja, Hermann. Das Boot ist kaputt, weißt du, die Pumpe geht nicht. Ja. Was macht denn nur der alte Kukowski? Das geht denn wohl nun langsam zu Ende, ne? Ist ein Arzt bei ihm? Nee, einen Doktor wollte er nicht haben. Erst beim Totenschein hat er gesagt. Das war ja immer eine verrückte Hund, der Al Krukowski, ne? Na, will ich mal nach ihm gucken. Hoffentlich komme ich nicht zu spät. So liegt er nun schon 2 Tage, Pastor, und sagt kein Wort mehr. Na, dann lass mal gut sein, Clara. Lass mich mal mit dem Wilhelm alleine. Ne? Geh du mal raus. Ach du, wir sind Blackie. Tja, wenn du jetzt bei unserem Herrgott an Bord gehen willst. Was ist los? Bist du jeck? Ja, Licht, bist du am Sterben. Du sollst seit 2 Tagen schon nicht mehr sprechen können, hat man mir gesagt. Wer hat das gesagt? Na, deine Frau, die Clara, hat doch bei mir angerufen. Und sagt, du liegst in Agonie. Kannst seit 2 Tagen nicht mehr sprechen. Warum soll ich sprechen? Ich bin 70 Jahre alt, Blecki. Ich habe in meinem Leben alles gesagt, was zu sagen ist. Mehr weiß ich nicht. Wie, hast du keine Schmerzen? Bist du gar nicht krank? Nee. Ja, was hast du denn dann? Na, nix. Meine Ruhe wollte ich haben vor dem Weibsbild da draußen. Was hast du denn da in den Tisch? Ja, alles, was man zum Sterben braucht. Mein Rosenkranz. Mein Kruzifix, das heilige Öl, mein Brevier. Da hast du doch noch was drin. Und eine Flasche Schnaps. Alten Geneva. Weißt du, den hat mir der Bruno Wilde gerade mitgebracht. Ja, dann gib mir doch mal einen Schluck. Trink nicht so viel, Mensch, er ist ungesund. Doch, der ist ganz gut für einen Halbtoten. Wilhelm, ja, was ist denn nun? Mach die Tür zu, Clara. Siehst du nicht, dass ich in der Agonie liege? Da steht sie! Herzog, das verrückte Weibsbild ist tatsächlich gekommen. Daran habe ich keinen Moment gezweifelt, Captain. Ja, Sie. Sie sind ja auch nicht über 18 Jahre mit der Frau verheiratet. Ich komme! Was sagen Sie dazu, Herzog? Jetzt hat doch der Alte wirklich seine Frau mit an Bord? Oh, das finde ich ganz vernünftig. Na schön, aber das sollte mir mal passieren. Was? Naja, dass meine Frau mir über meinen Kopf hinweg Haus und Hof verkauft. Vermietet? Ah, ist doch egal, vermietet oder verkauft. Ich meine,
Ist doch wohl ein tolles Ding, ja? Eigentlich finde ich auch das ganz vernünftig. Ja, ja. Man merkt, sie waren noch nie verheiratet. Weißt du, das war ein Fehler. Und es war vor allen Dingen mein Fehler. Wir hätten erst in 3 Jahren bauen sollen. Ach was. Bei den steigenden Baupreisen. Nein, nein, mein Schatz, das war schon ganz richtig. In 3 Jahren, da wären wir doch nie zum eigenen Haus gekommen. Na, aber wir hätten es ein bisschen billiger machen sollen. Ich habe plötzlich die Bauwut bekommen. Die Krankheit soll es ja geben, habe ich mir sagen lassen. Da wollte ich da einen Rundbogen und dort eine Terrasse und da noch Einbauschränke und. Und als dann die Nachforderungen kamen, ist das Ganze mir über den Kopf gewachsen. Warum hast du mich eigentlich nicht verständigt? Ach, sollte ich dich hier auch noch nervös machen? Meine Ruth. Gerade als ich überlegt, ob ich eine Bank überfalle oder vom Kölner Dom springe, da las ich diese Anzeige von der Mansfeld AG. Na, du kennst ja meine Entschlussfreudigkeit. Ich habe gleich zugegriffen. Und wer schläft jetzt in unseren Betten? Ein sehr nettes Hamburger Ehepaar mit Tochter. Er ist Abteilungsleiter bei der Mansfeld AG. Unser Haus ist für die wie maßgeschneidert. Der hat die ganze Jahresmiete bar auf den Tisch gelegt und ich konnte gleich alle Schulden bezahlen. Sogar Tante Martha hat uns 8.000 Mark überwiesen. Na sag doch, war das nicht die beste Lösung? Ja, sicher. Es ist nur, ich muss mich erstmal an den Gedanken gewöhnen. Verstehst du? Stört es dich, dass ich dir auf die Pelle rücke? Aber Mädchen, darüber bin ich doch sehr glücklich. Wirklich? Ja. Mon Kapitän, wo geht die Reise hin? Nach Rotterdam. Aha. Weißt du, wie ich mir jetzt vorkomme? Wie eine Millionärsfrau, die mit ihrem Mann auf Weltreise geht. Ja? Ah ja, ich habe dir die Kabine 511 erstmal zurechtmachen lassen. Ja, aber wieso schlafe ich denn nicht bei dir? Hör zu, in dem schmalen Bett. Ich würde mich schon an dir festhalten. Ja? Mhm. Na ja, wir können es ja mal ausprobieren. Nun spring mal, Hennes, die Franziska kommt. Hab ich schon gesehen. Die liegt ja so tief. Was hat denn die geladen? Ja, ja, nun mach schon. Sie haben einen halben Magen rausoperiert. Aber sag mal, Jakob, ich habe von Paul gehört, du willst Tag und Nacht durchfahren? Es ist heute Nebel angesagt. Ja, ich fahr durch. Ich muss Freitag in Rotterdam sein. Du, da schlag dir aus dem Kopf. Ich bring dich nach Oberwesel, da drehst du auf und machst fest und wartest, bis der Nebel weg ist. Kann ich mir nicht leisten, Hennes. Keine Zeit. Ach, mach keinen Quatsch, Jakob. Ohne Radar hast du keine Chance. Du wirst mir doch wohl nicht beibringen, wie ich mein Schiff zu führen habe. Ich sehe keinen Nebel. Außerdem kannst du mir die Augen so binden. Ich finde das Fahrwasser immer noch. Du lass mich an Haspel, ich bin hier der Lotse. Geh weg und
setz dich hin. Ich habe 4 Tage in Basel leer gelegt. Jetzt habe ich 2 Reisen hintereinander. Ich brauche den Anschluss in Rotterdam wegen Geld. Aber doch nicht so, dass ein Affenzahn drauf sei. Doch nicht so eigensinnig, Jakob. Gib her. Geh weg, sag ich. Wenn du hier nicht fahren kannst, dann werde ich es dir zeigen. Dann fahr doch alleine, Mensch, ins Kind. Aber ich sag dir, keine Versicherung zahlt dir einen Pfennig, wenn du hier beim Nebel aufbrummst. Siehst du, was hab ich dir gesagt? Der Alte lässt dich nicht an den Astel. Nico! Geh nach vorne, aber halt dich fest, wenn's kracht. Fahr mir in den Hang! Im Geiergrund wird's noch enger! Drehst du nun den Oberwesel auf oder nicht? Nein! Dann hab ich hier oben nichts mehr zu suchen! Gute Reise! Lass dir von Arf dir dein Geld geben! Was ist denn? Der verrückte alte Sturkopf! Er fährt allein? Ja! Ich gehe in Sangua von Bord! Und das Lotsengeld, sagen sie ihm, kann er sich in den Hintern stecken! Wissen Sie aber, was das Schlimme ist? Der Kerl hat bei alledem auch noch Dusel! Vorhin im Geiergrund. Jeder andere wäre da hängen geblieben. So knapp ist er den angefahren. Aber ich weiß nicht. Der fährt wie ein Verrückter. Das gemacht hat, ich weiß es nicht. Aber sagen Sie ihm noch mal, es ist Nebel angesagt. Er soll ja aufpassen. Ja, das sage ich. Tschüss. Herzlich. Gute Fahrt. Danke. Siehste? Der Hennes hat doch recht gehabt. Geh mal runter und hol das Kind rauf. Guck mal, wir müssen raus. Mensch, rufe nach Backbord! Der Backbord-Vater! Den Scheiß. Schmeiß ich über Bord.
Kommt hier! Kommt hierher! Mensch, die blutet ja furchtbar. Komm, mein Kleiner, komm. Steh mal auf. Steh mal auf! Fehlt nur noch, dass wir hier absaufen. Ihr müsst ja nicht direkt in Duisburg wohnen. Sieh mal hier zum Beispiel Homberg, genannt die Stadt im Grünen. Das gehört jetzt auch zu Duisburg. Ich wollte aber noch ein oder zwei Jahre arbeiten. Nee, das kannst du doch. In Homberg gibt es bestimmt auch eine Kreissparkasse. Lässt dich eben versetzen. Ah, da kommt Rune. Können wir ja endlich Kaffee trinken. Mhm. Ja, schon Wasser aufgesetzt? Mhm. Wir wollten noch auf dich warten. Extra für dich, Martha, gefüllter Straßenkuchen. Oh, fein. Soll ich? Ja, ich bin da ran. Ja, hier ist Wild in Leutesdorf. Wer ist da? Betriebsstelle der PTG. Ja, hier ist Bruno Wild. Was ist denn? Was ist passiert? Wann, wo? Kilometer 560. Auf Talfahrt? Das wäre eher ein Taler wert, hm? Mhm. Ist schlimm? Ach du Scheiße. Hm. Ja, ich komme gleich hin. Vielen Dank. Was ist? Die Franziska hat eine Havarie bei Kilometer 560. Sind alle heil? Ja, aber sie müssen leichter. Kranschiff ist schon unterwegs. Ach du lieber Gott, was das wieder alles kostet. Ich jammer mal nicht, es gibt Schlimmeres. Peter, kommst du mit? Natürlich. In einer Stunde sind wir da. Tschüss. Jetzt schon einen Schlepper vorzuspannen hat keinen Zweck. Da reißen wir uns bloß die Steuerbordseite noch mehr auf. Sie müssten hier weg. Das Fahrwasser muss wieder freigemacht werden. Passen Sie mal auf, Herr Wilde. Wenn die Franziska vorne wieder frei ist, dann ziehen wir ein Leckleit unter das Vorschiff und dann pumpen wir die ersten beiden Räume ganz leer. Mhm, dann kommen wir erstmal wieder weg. Ja. Wie lange dauert denn das? Aber mit 1 bis 2 Stunden müssen Sie schon rechnen. Ja, Sie haben Nerven. Wo ist denn der Schiffseigner? Mein Vater ist hinten in der Hof. Und wer ist der Empfänger der Ladung? Voss und Sohn, Zwendrecht. Bestimmungshafen? Rotterdam. Das waren wie viele Tonnen? 1000. Kann ich nochmal Ihr Kapitänspatent sehen, Herr Wilde? Sie werden jetzt bald 70 Jahre alt werden. Ganz schön. Darf ich mir Ihren letzten Gesundheitsnachweis sehen? Ja, bitte? Na, mein Schatz, kommst du zurecht? Ja, alles in Ordnung. Nach dem großen Haus jetzt ein bisschen eng hier, nicht? Meinen Waldlauf nach dem Frühstück werde ich hier im Stehen absolvieren. Eigentlich wollte ich die gnädige Frau zu einem Tea for Two zum Kapitän bitten. Wie reizend. Ich bin gleich fertig hier. Du, Brandes, unser Zahlmeister, hat mich auf den Gedanken gebracht. Hättest du keine Lust, die kleine Boutique zu übernehmen? Im Verkauf und so? Ja, den ganzen Cremeskram so. Kleine Tücher, Souvenirs,
Postkarten, Krimis und so weiter. Das mache ich gern. Für dich würde ich sogar Teller waschen. Nein, der Posten ist leider schon belegt. Aber die Boutique. Seitdem Frau Lüders krank ist, kommt alle paar Wochen jemand anders hin. Die zahlen ihr kleines Gehalt und die Provision. Ist doch prima. Können wir gleich ein zweites Haus bauen. Du, dann erwürge ich dich. Mach dir mal keine Sorgen, Vater, es wird schon weitergehen. Ich gebe morgen mein Kapitänspatent zurück. Was hast du gesagt? Ich gebe mein Patent zurück. Das war meine letzte Fahrt. Wie läuft das Geschäft? Was sagen Sie dazu? Allein in den letzten 2 Stunden 180 Mark in der Kasse. Von der Provision kann ich halb Amsterdam kaufen. Gratuliere. Demnächst werde ich wohl auch Ihr Kunde werden. Oh, was soll es denn sein? Krimis. Für die schlaflosen Nächte. Ach du liebe Zeit, Sorgen. Oder vielleicht eine unglückliche Liebe? Beides. Wir schauen, dass wir eine halbe Stunde einsparen, dann sind wir pünktlich am Zoll in der Mitte. Ja, ich halte die Kanis bereit. Na, Fräulein? Bleiben Sie doch sitzen, Herr Brandes. Ich gehöre jetzt zum Personal. Na, meine Herren, was machen wir jetzt? Was wir jetzt machen? Arbeiten, mein Schatz. Für uns geht's jetzt erst los. Ach so. Hast du gedacht, wir sind Vergnügungsreisende? Die Reiseprotokolle, Passagierlisten, Verpflegungsübernahme. Morgen Mittag kommen über 200 neue Leute an Bord. Ich habe gedacht, so ein Zipfelchen Amsterdam, das wäre doch ganz schön. Ich komme auf keinen Fall mehr von Bord. Es gibt dafür unsere Gäste, die noch eine Nacht in Amsterdamer Hotels bleiben, so eine Sightseeing-Tour durch die Grachten. Allein und dann mit wildfremden Leuten, das ist doch nicht besonders witzig. Ja, entschuldigen, ich brauche eine Unterschrift, Herr Böhme. Ja, hier ist er. Sonst noch was? Nein, sonst nichts. Haben Sie die Schularbeiten schon gemacht? Alles erledigt. Danke. Na prima, also dann Befehl vom Kapitän. Schleifen Sie diese Person durch Amsterdam. Umbringen Sie sie mir spätestens, sagen wir mal, um Mitternacht unbeschädigt wieder zurück. Verstanden? Kapitän, Sie sind der Größte. Das weiß ich, mein Schatz. Oder? Kapitän, Befehl mit dem größten Vergnügen ausbefehlt. Ja. Links das größte Gebäude, das war früher ein Ehrenamtsstadt und jetzt das Finanzamt. Aber das wird das nächste Jahr abgebrochen, die wollen hier ein neues Standesamt bauen. Und dahinter war der frühere Waterloo-Platz, die Trönemarkt, die bekannte Supermarkt von Stadt, die Flohmarkt. Und hier auch links eine Nachahmung von die magere Brücke, die Sie hier ganz gerade vorsehen. Diese Brücke ist ungefähr 5 Jahre alt. Hier links ein spezielles Garten. Das ist die Garten der König der Hippies. Das ist ein verrückter Amerikaner, die wohnt da mit ungefähr 3 Frauen. Sofort kommt am linken Seite das kleinste Lagerhaus von Stadt. Das kommt vor der Dreieckengiebel.
Wir haben vier Hauptgiebel von Giebel in der Stadt. Das ist der Halsgiebel, die Treppengiebel, die Glockengiebel und die flache italienische Leichtgiebel. Aber alles zusammen haben wir mehr wie 100 verschiedene Giebel, aber das sind die Hauptgiebel. Und hier links ist das kleinste Lagerhaus für das Gebäude. Wir haben ein sehr großes Wohnungsproblem in der Stadt, deswegen viele Wohnschiffen. Wir haben ungefähr 1800 von diesen Schiffen, 800 legale und 1000 illegale. Sie können die Schiffe nicht mieten, nur kaufen. Und der Preis ist von 10 bis 35 bis 40.000 Gulden. Die legale Schiffe haben alle eine Nummer und sind sehr bequem. Ich wollte gern. Was möchten Sie haben? Diese hier? Ja. Die Tulpen. Diese ja. Tulpen aus Amsterdam. Amsterdam. Ja. Das müssen Sie noch probiert haben. Kriegen Sie nur hier in Amsterdam. Ja, und was ist das? Ganz zarte Matthias. Oh. Das ist man leicht aus der Hand. Mit Zwiebeln? Ach, was soll denn mein Mann dazu sagen? Ihr Mann? Sie lieben Ihren Mann wohl sehr, ja? Ja, Herr Herzog. Schade, ich wäre sonst mit Ihnen glatt durchgebrannt. Tut mir leid, Herr Herzog. Keine Chance. Ein Brand ist. Nehmen Sie mal ab. Ja. Brandes beim Kapitän? Ja, Moment bitte. Aus Leutesdorf. Leutesdorf? Ja, Wilde? Afje, was gibt's? Ach du lieber Gott. Naja, das musste ja mal kommen. Na, das ist wohl das Ende der Franziska. Nico, zu uns nach Köln! Nein, das geht jetzt auch nicht mehr. Was? Ruth ist bei dir? Aber wer wohnt denn in Köln? Also, ihr habt kein Haus mehr und wir haben kein Schiff mehr. Was sind wir für eine arme Familie? Nee. Mach dich über Nico keine Sorgen. Nee, die kann doch in Brunos alte Zimmer schlafen. Ja, wir dachten nur... Nein, die kommen nicht mehr. Die Paar hat etwas geredet über Tritonwerft in Ruhrort. Nee, die bleiben bestimmt noch lange in Duisburg. Ja, ich komme ja. Ich hab mir schon gedacht, dass du noch kommst. Wieso hast du? Ja, weißt du, wenn der Hafenpastor in Ruhrort bist, da spricht sich sowas schnell rum. Hast also deine Franziska auf den Wall geschmissen. Dann weißt du es also. Ja, ich hole gleich was zu trinken. Du, ich wollte gerade ein Fußbad nehmen. Also die Füße, die brennen so vom Rumlaufen. Ja, mach mal. Hast du wirklich geahnt, dass ich komme? Hör mal. Wenn jemand was verliert, was ihm wirklich am Herzen liegt, dann muss er sich erstmal besprechen mit seinem Herrgott oder seinem besten Freund. Am besten mit beiden zusammen. Ja, stimmt. Becke, ich bin auf einmal ein ganz alter Mann geworden. Hör mal, das sagst du vielleicht heute und das sagst du vielleicht morgen. Aber du hast doch bald wieder Wasser unter den Flossen. Mensch, du haust uns doch alle noch in den Sack. Was willst du denn trinken? Ein Ingelheimer oder was Schönes, Volles von der Nahe? Na, dann holen wir den Roten. Das ist, dann trinken wir und reden wir und trinken wir. Und wenn es wirklich nötig ist, du weißt ja, der nebenan steht auch noch im Bett.